Und weiter geht's mit Assassin's Creed Syndicate. Der eine Typ ist fast da. Sobald der da ist, raus, ihm die Pläne stehlen und die Nebenmissionen dann machen. Den Verantwortlichen finde. Sie wird mich bestimmt feuern. Scheiße. Sie wird mich bestimmt feuern. Aber nicht, wenn ich vorher einen Sündenbock finde. So ein offensichtlicher Fehler. Inakzeptabel. Ich würde die Boni noch machen, aber wo sind die? Ich schätze mal, das eine ist der da hin, da drin. Da hin, da drin, da din, da din. Rede, da, da. So, da können wir eins frei bewegen. Aber wir sehen, wir sind schon schwach. Da sind ein paar Typen, die was ins Überlegen sind. Okay, ich schätze, wenn wir da hochgehen. Und wer bist du? Interessant, dass sich da keiner beschwert, dass ich da zurückgehe. Eieieiei. Ich fürchte, den werden wir nicht. Doch. Da drüben ist ein abgesperrter Bereich. Da müssen sie drin sein. Da sind wir eh oben gewesen. Die haben wir einfach nur übersehen, würde ich sagen. Hallo? Vielen Dank, hey. Junge. Jetzt hilf mir hoch. Ich muss weiter. Irgendjemand wird dich schon finden. Geheimpassage. Das wird jetzt interessant. Wo ist die Geheimpassage? Das wird wahrscheinlich das sein, was wir fürs einzigartige Attentat brauchen. Konnte immer vorstellen. Mann, seht ihr das? Okay. Die Geheimpassage sein. Es kann es nicht anders geben. Jetzt darf nur keiner bemerken. Puh, geschafft. Bleib von hier weg. Eine Schande. Gute Partnerschaften sind äußerst selten. Unsere ist mit Sicherheit aufgelöst. So läuft das Geschäft, Mr. Fry. Man tut, was man muss, um an die Spitze zu kommen. Crawford wird meinen Tod nicht auf die leichte Schulter nehmen. Er wird sehr unangenehm, wenn er verärgert ist.
Ich habe so viel geopfert. Ich will meine Busse nicht verlieren. Du musst einmal deine Prioritäten klären. Ich glaube nämlich, du bist tot. Eieieiei. Und was soll das mit dem blöden Taschentuch? Habe ich da was nicht mitgekriegt? Rein, 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 rein! Du Idi. Lauf, lauf! Ich hoffe, dass du bereit bist, die Konsequenzen zu tragen! Das wäre zu leicht. Es ist so leicht. War nicht die Geheimpassage. Scheiße. Das heißt, es gibt mir keinen Bonus. Shit. When coldness or deceit shall slight the beauty now they prize, and deem it but a faded light which beams within your eyes. When hollow hearts must wear a Mr. Sterrick! Ich sagte, ich will nicht gestört werden! T'will break your own to see in such a moment I but ask that you'll remember me, that you remember me. Crawford. Ihres Glanzes, beraubt euch die Hand dieses Wilden. Er muss Gerechtigkeit erfahren. Pearl braucht keine Gerechtigkeit. Pearl würde Rache wollen. Ihre Passion ist bewundernswert, Miss Thorne. Aber unsere Gefühle dürfen nicht die gesetzlichen Strukturen der Gesellschaft zerstören. Wenn wir das tun, siegt der Feind. Es soll im Verborgenen geschehen. Miss Fry wird am Galgen baumeln. Und ich zerfleische ihren Bruder, wenn er kommt, um sie zu retten. Ich schätze, es muss getan werden. Aber kein Risiko. Verstärken Sie die Templerpräsenz in London. Nur wir beschützen diese Stadt des Lichts. Ja, Crawford. Und dann betreten wir das Gewölbe und werden die Schatten gemeinsam verjagen. Psychobraut.
Sequenz Nummer 6. Sturm auf die Bank, nicht auf die Bastille. Schon lustig, dass man immer nur Sequenz 8 nehmen kann. Naja. Was haben wir denn hier? Boiler. Die Einmischung von diesem Dredge bringt uns alle ins Grab. Er hat sich heute an der Royal Exchange rumgetrieben und viel zu viele Fragen über die Bank gestellt. Falls er hinter meinen Plan kommt, steht dir weit Schlimmeres bevor, als nur die Arbeit zu verlieren. Gezeichnet, Plutus. Dieser Plutus ist also Stareks Banker, hm? Ich denke, Dredge könnte mich zu ihm führen. Wenn du ausspielen gehst, versuch doch bitte nicht die moderne Medizin oder das Londoner Transportnetz zu zerstören. Bring mich nicht zum Lachen. Unschuldige Leben stehen auf dem Spiel. Sie sind abhängig von der Stadt. Ich war es nicht, der Lucy Dornen kommen ließ. Ein Fehler, den ich sofort wieder gut machen werde. Aha, es gibt nur zwei. Wo sind wir? Ah, warte mal. Es gibt eine Zugmission. Ah, für sie. Ach, wir können den Zug nicht wechseln. Aber es ist für sie, also werden wir den gleich machen. Drei Fertigkeitspunkte werden wir für den einmal vergeben. Was haben wir gesagt? Genau, du brauchst mehr Schutz. Ein Dorn im Auge. Was bringt ein Schlüssel, wenn man nicht weiß, welches Schloss er öffnet? Wahrscheinlich steckt Miss Thorn in derselben Zwickmühle. Henry! Mr. Green, hier, das ist es. Der passt zu einer Schatulle der Königin. Sie ist im Tower von London. Die reinste Festung. Sie haben nicht zufällig Freunde dort. Ein Wachmann. Falls Sie ihn finden, wenn Sie drin sind. Wir sprechen uns, wenn ich das Tuch habe. Danke für die Hilfe. Richtig, ja. Viel Glück. Evie? Die passen nicht zusammen. Wirklich nicht. Thorn könnte schon drin sein. Jetzt bin ich gerade aus Versehen am Bildschirm abgeschalten. Hey, warte mal, das könnte die Quest sein. Ich glaube, das ist die von der Gamescom. Oh, ich erinnere mich gerade noch schwammig. Aber es war doch... Ich glaube, das ist sie. Genau, das ist sie! Bei der Gamescom habe ich da oben die Gegner erledigt, bin aber unten trotzdem mit dem Wachmann reingegangen. Genau das will ich diesmal anders machen. Der bei der Gamescom, der Mitarbeiter von Ubisoft, hat mir gesagt, das ist nämlich der leichteste Weg, wenn man den Wachmann nimmt. Das Tuch ist in der Truhe, zu der dieser Schlüssel passt. Findet es und bringt es her. Halt! Escort to the keys. Who comes there? The keys. Whose keys? Queen Victoria's keys. Pass! Queen Victoria's keys! All is well. Ihr seid nicht von der königlichen Wache. Wie viele seid ihr? Sag es. Lasst mich los! Das ist Verrat! Wartet nur, bis ich rauskomme. Das werdet ihr büßen. Das ist sie. Das ist die Quest. Was nehmen wir da? Mann.
Es wird happig. Ich erinnere mich noch bei der Gamescom, da habe ich sehr oft fliehen müssen. Freundin von mir hat sich da überhaupt sehr schwer da, weil sie, naja, ich glaube, der Typ von Ubisoft hat ein bisschen einen Stand auf sie gehabt. Schalte anheuerbare Verbündete frei, kann im Kampf helfen und seine Wachen befehlen, dasselbe zu tun. Den Constable befreien. Lieber Himmel, konnten Sie den Constable nicht einfach bewusstlos schlagen? Scheiße, 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 scheiße. Freund. Oh, das ist gut. Sag, Freund, kannst du mich hier rausholen? Die Wachen haben den Schlüssel. Welche Wachen? Oh, ernsthaft, da drüben? Nein, das ist nicht, das ist was anderes. Nicht reinfallen. Genau dasselbe habe ich ja bei der Gamescom gehabt. Da bin ich auch drauf reingefallen, auf das Schlüsselsymbol. Da war ich immer gleich verwirrt. Den Constable befreien. Natürlich werde ich den Constable befreien, aber das ist alles nicht so einfach. Scheiße, scheiße. Okay. Die wissen nicht mal, dass wir hier sind. Die hat ja nichts. Einen nach dem anderen werde ich erledigen. Na komm schon hoch. Ah, wir werden einen kleinen Schnitt brauchen, würde ich sagen. Sonst dauert es zu lange, aber beim nächsten Part werde ich das fertig machen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.